Willkommen zurück zu SS Colony. Heute starten wir unsere erste Mission mit der MS Colony. Hier ist die Aufnahme der letzten Folge vorbereitet. Und jetzt ist es soweit. Wir fliegen. Und zwar zum Jupiter. Also, das ist eine sehr, sehr starke Strecke. Wir haben sehr gut Maß. Und Jupiter ist natürlich sehr weiter. Und Jupiter, naja, wir suchen auch irgendwann. Wir werden hier die Ringhausstätte hinbringen. Und wir werden auf jeden Fall 30 Kilometer. Dann haben wir auf jeden Fall eine große Idee. So, weiter. Also, wir haben gleich erklärt, dass das Colony nicht wiederkommt. Ja, so ist es. Ich würde sagen, ich würde schon mal was sagen, was gerade passiert. So, das ist nur Musik. Und ich finde, das ist ein bisschen dünn, würde ich sagen. Das ist eigentlich irgendwie, was gerade passiert. Und das ist auch so Teile, so, wie man zum Video kommt und wie man dann wiederkommt. Deshalb könnte das interessant werden. Dann starten wir mal mit der Mission. Und, wir beginnen jetzt mit dem Zauber. So, wir beginnen natürlich, indem wir Jupiter als Ziel setzen und bis zum Transferfenster gehen. Dann zoomen wir rein und starten die Triebwerke. Und zwar werden wir es in zwei Teile teilen, damit es etwas effizienter ist. Ihr wisst bestimmt, dass man näher an der Periapsis effizienter ist. Das heißt, wir wollen möglichst lange dort sein und deshalb teile ich das einfach in zwei Teile auf. Ihr seht das hier, ich warte, bis ich noch 1000 Meter pro Sekunde brauche. Und dann gehe ich einmal herum und mache das nochmal. Wir sind jetzt fast schon beim Jupiter angekommen. Jetzt müssen wir nur noch die Bahn ein bisschen verändern. Und zwar will ich eine Ganymed-Höhe haben, damit wir eben den Ganymed benutzen können, um uns eben zu verlangsamen. Wir haben jetzt auch den Jupiter erreicht. Dann zoomen wir rein und machen den Schub in die Gegenrichtung, der Flugbahn. Und verringern damit unsere Apoapsishöhe, die jetzt gleich den Jupiter erreicht. Und da haben wir sie. Da kommt sie ins Bild rein. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal machen. Und jetzt gehen wir auf einen Vorbeiflug am Ganymed. Und ja, machen das möglichst nah dran, damit wir schön verlangsamt werden können. Ihr seht, unsere Apoapsis ist gerade sehr, sehr weit weg. Und jetzt haben wir die Begegnung. Und ihr seht, die ist sehr viel kleiner geworden. Jetzt haben wir einen schönen Flyby. Und ja, wir sind da ziemlich nah am Boden rangekommen. So unter, ja, ich glaube, es waren 700 Meter. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Das Ganze werden wir jetzt auch nochmal zweimal machen. Also hier haben wir das nächste. Ich werde aber vorher noch unsere Bahn etwas erhöhen, damit wir genau an unserer Periapsis dort ankommen, damit es keine Unreinheiten gibt. Und jetzt haben wir gleich das nächste Flyby. Wir müssen jetzt unsere Bahn wieder ein bisschen verändern. Und da haben wir auch schon die Begegnung mit Ganymed. Und jetzt verändern wir es wieder, machen es ganz dicht über die Oberfläche. Und da haben wir die Begegnung und ihr seht, das ist auch schon sehr, sehr viel tiefer. Also es wird nur noch eins fehlen und da sind wir wieder ganz dicht am Boden dran. Diesmal 900 Meter ungefähr. Das letzte Mal waren wir näher dran,
Aber gut, das macht jetzt nicht so einen riesen Unterschied. Da sind wir wieder raus und wir werden wieder unsere Bahn etwas erhöhen, sodass wir wieder auf derselben Stelle, also auf der Periapsis Ganymed treffen können. Dann spulen wir wieder vor. Und da haben wir es. Ja, das sind 30, das sind mir zu viel. Aber jetzt haben wir eine Begegnung mit Callisto. Das will ich nicht. Und jetzt gebe ich tatsächlich mehr als 30 Meter pro Sekunde aus. Also hat nicht ganz geklappt, würde ich sagen. Aber gut, wir verändern unsere Bahn halt eben trotzdem, weil ich nicht unbedingt möchte, dass Callisto alles kaputt macht. Und da sind wir weg von der Begegnung. Und ja, jetzt gebe ich die 30 Meter pro Sekunde trotzdem aus, damit wir es schaffen können. Und da haben wir die Begegnung. Und das ist jetzt der letzte Vorbeiflug. Ich habe hier tatsächlich übertrieben. Also so viel war nicht nötig. Wir hätten nicht so tief reingehen müssen. Ihr seht, die Bahn schießt unter Europa durch. Also das ist überhaupt nicht nötig. Deshalb erhöhe ich die nochmal ein bisschen, sodass wir auf derselben Höhe wie Europa sind. Und dann fliegen wir weiter. Und jetzt versuchen wir eine Begegnung mit Europa zu haben. Und ich bin ziemlich wählerisch. Ich hätte es gleich am Anfang machen sollen. Das waren fast 40 Meter pro Sekunde an Delta V. Jetzt wären es halt immer mehr. Deshalb, ja, ich hätte es einfach gleich machen sollen. Und ihr seht, jetzt gebe ich auch wieder 30 Meter pro Sekunde aus. Also ja, es hat wirklich keinen Unterschied gemacht. Beim nächsten Mal mache ich es auf jeden Fall besser. Jetzt haben wir unsere Begegnung mit Europa. Und jetzt sind wir auch gleich dort angekommen. Wir haben die Begegnung. Jetzt warten wir nur noch, bis wir auf der Höhe der Periapsis sind. Ein bisschen davor. Und dann geben wir Gas und verringern unseren Orbit, sodass wir niedrigen Orbit um Europa haben. Da haben wir es fast, fehlt nicht mehr viel. Und ja, ich werde noch einmal herumgehen müssen, da unser Orbit nicht ganz schön geworden ist. So. Und jetzt klappt's. Ja, wir haben auf jeden Fall es geschafft, da ist Europa. Und ja, ich versuche jetzt hier die Sonne zu sehen, aber klappt natürlich nicht, ist natürlich viel zu klein. Schade eigentlich, aber okay. So, da sind wir an Europa angekommen, der Eismond von Jupiter, genauer gesagt salziger Eismond. Hier haben wir Europa und ich habe eben versucht, diese kleine Sonde, die wir da gelandet haben, zu entdecken. Es hat nicht geklappt, weil es sehr weit weg ist. Ich habe es auch anders versucht, aber keine Chance, wir sind dafür einfach zu weit weg. Schade eigentlich, aber naja, was kann man machen? Hier haben wir die Raumstation, 30 Kilometer Höhe. Und wir haben noch mehr als genug Treibstoff, also das war wirklich viel zu viel. Wir müssen natürlich jetzt noch zurückfliegen, aber da haben wir halt einfach nur noch die Hälfte von der Masse, weil der ganze Rest hier rechts gar nicht mehr mitkommt. Und deshalb werden wir vielleicht noch die Hälfte von dem, was wir jetzt noch haben, brauchen. Also wir haben definitiv viel zu viel mitgenommen. Ich glaube, mit den mittleren Tanks hätten wir es auch geschafft. Ja, muss ich mal gucken in den nächsten Folgen. Vielleicht verwenden wir auch einfach den Treibstoff hier weiter. Ja, den restlichen Treibstoff, der da drin ist. Oder vielleicht tauschen wir ein paar Tanks aus oder so. Müssen wir mal schauen. Jedenfalls haben wir jetzt hier die Raumstation und die werden wir jetzt abkoppeln. Und dann werden wir mit diesen drei Teilen hier wieder zurück zur Erde fliegen. So, wir befinden uns auf dem Rückweg und zwar gehen wir wieder zu Ganymed. Diesmal benutzen wir Ganymed wieder als Flyby-Assistent, aber diesmal in die andere Richtung. Und zwar erhöhen wir jetzt erstmal unsere Bahn, dass wir eine Begegnung haben mit Ganymed. Und da haben wir die Begegnung auch schon fast. Und ja, das sind ein paar Bugs, die noch auftreten, aber okay. Ja, jetzt haben wir die Begegnung
Und damit wollen wir jetzt unsere Periapsis erhöhen, sodass sie eben zur Apoapsis wird. Und diesmal mache ich es noch näher ran, damit wir da wirklich alles rausbekommen können. Und ihr seht, die Bahn wurde schön angehoben. Das heißt, wir haben einiges an Treibstoff gespart. Und jetzt haben wir den Vorbeiflug, den Flyby. Und der ist wieder ja, recht nah dran, ziemlich nah dran sogar. 200 Meter ungefähr bleiben da übrig, also das ist wirklich sehr dicht gewesen. Aber ich wollte halt eben alles noch da rausholen und deshalb habe ich es gemacht. Ihr seht, unsere Bahn hat sich stark erhöht. Unsere Apoapsis ist jetzt über der Bahn von Ganymed, das wollen wir haben. Und zwar gehen wir bis dort oben hin und erhöhen unsere Bahn nochmal ein bisschen, damit wir Ganymed nicht mehr in die Quere kommen oder Ganymed uns nicht mehr in die Quere kommt. Dann zoomen wir raus und setzen die Erde als Ziel und dann gehen wir einfach zum Transferfenster und geben Gas, bis wir eine Erdbegegnung haben. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Erde. Wir haben die Begegnung. Und zwar jetzt. Ja, da ist sie. Und wir müssen unsere Bahn noch ein bisschen verändern, weil es ein bisschen weit weg war. Dann drehen wir uns mal und machen uns breit. So ein bisschen näher ran. Und ihr seht, wir sind sehr dicht am Mond dran. Ihr könnt ihn jetzt auch rechts sehen. Also wir haben fast eine Begegnung auch mit dem Mond bekommen. Wer, keine Ahnung, weiß nicht, ob das so schlimm wäre. Hatte ich bisher noch nicht besonders oft. Und da sind wir jetzt beim Entschleunigen. Ja, wir verlangsamen jetzt, um eben in den Orbit zu gelangen. Das war ein bisschen chaotisch, muss ich sagen. Ich habe zu spät gestartet und dann konnte ich auch nicht mehr viel daran ändern. Wir haben auch noch so viel Treibstoff übrig. Wir sind sehr schwer und es dauert halt einfach länger. Ihr seht, wir haben jetzt schon längst die Periapsis übertroffen, erreicht und wir sind schon drüber. Aber wir sind immer noch nicht im Erdorbit, deshalb muss ich leider weitermachen. So wird es natürlich ineffizienter. Aber ja, beim nächsten Mal mache ich es besser. Keine Sorge, Leute. Und wir haben immer noch eine Menge Treibstoff. Und endlich haben wir einen etwas niedrigeren Orbit. Jetzt können wir es noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar, ja, ich habe vergessen, dass es bei 50 Kilometer waren. Aber sagen wir einfach, ich habe das gemacht, damit man das besser steuern kann oder so. Nicht, dass ich das falsch gemacht hätte oder so. Nein, sowas mache ich doch nicht. Ja, jedenfalls verringern wir jetzt unsere Apoapsis auf 55 Kilometer und danach die Periapsis auch. So, wir sind wieder angekommen bei der Erde, wieder auf derselben Höhe, 55 Kilometer. Und ja, wie schon gesagt, es ist sehr viel Treibstoff übrig geblieben. Die vier hinteren sind alle leer.
Aber die hier vorne sind noch fast voll. Das heißt, ich werde die auf jeden Fall wieder verwenden. Also auf jeden Fall diese beiden hier. Und perfekt. Ich wollte das so ein bisschen ausgleichen. Jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Ah, nee. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall viel zu viel Treibstoff. Da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, wie man das machen kann. Ich will auch nicht unbedingt jede Mission vorher einmal testen. Und der Orbit ist nicht mehr ganz perfekt. So. Ja, ich will nicht jede Mission einmal vorher testen, um zu gucken, wie viel Treibstoff ich da brauche. Und ich werde mal gucken, wie ich das dann mache. Und ich denke auch nicht, dass wir jetzt noch so viele große Sachen dorthin bringen werden. Wir haben jetzt schon die Riesenraumstation. Jetzt fehlt zum Beispiel die Crew für die Raumstation. Vielleicht ein paar Satelliten noch. Und ja, ansonsten halt die Basis. Aber dann auch nicht mehr so viel. Und die Sachen sind an sich nicht so schwer wie jetzt die Raumstation. Das heißt, ich glaube, da komme ich auch mit den mittleren Tanks ganz gut durch. Vielleicht auch mit den kleineren Tanks. Wie gesagt, muss ich mal schauen, was ich da mache. Gehen wir jetzt zum Jupiter und zu Europa. Und da haben wir die Raumstation. Oh, Mist. Der Orbit ist auch nicht perfekt. Ja, beim Abdocken ist es wahrscheinlich passiert. Na egal. Drehen wir das Ding mal. Und da haben wir es. Diese riesige Raumstation im Europa-Orbit. Die ist auf jeden Fall schon mal geschafft. Und das wird dann auch ein Ausgangspunkt für die Basis auf der Oberfläche sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!